Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen zu Mr. Bauer Gaming und einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Es sind heute herausgekommen 32 neue Mods, darunter 4 neue Karten, 13 Updates und wir schauen uns erstmal im ersten Teil nur die Updates und die Script-Mods an, die heute herausgekommen sind. Aufgrund der Zeit, die ich habe, bevor meine Tochter kommt, kann ich nur diesen ersten Teil machen. Aber ich denke, das ist auch das, was die meisten interessiert, vor allem die PC-Spieler. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Raphael und Hellfons für die Abos und bei Robert für seine Donation. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Frühling. Die kommt von K77E oder Kalle, Downloadgröße 79,06 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neuer Spielstand notwendig, Verkaufspunkt für Fahrzeuge ergänzt, neue Feldscheune ergänzt, das Farmland muss gekauft werden, Startfuhrpark ab Level Farmmanager entfernt, Futtermenge bei Hühnern und Schafen angepasst, und weitere kleine Verbesserungen. Die zweite Karte, die ein Update bekommt, ist die Calmston Farm von Oxygen David. Downloadgröße 591,59 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, ein neuer Spielstand ist notwendig, da die Kartenstruktur verändert wurde. Brandneue Frucht Leinsamen, benutzerdefiniertes UK Geo mit Leinsamen hinzugefügt. Ein paar neue und verbesserte Bodentexturen, Sterne mit Sternbildern in der Nacht, Toranimation wurden nun auf die Karte verschoben. Im Multiplayer können alle Spieler nun Tore und Türen etc. öffnen. Problem auf dedizierten Servern behoben, bei denen Türen und Tore nicht in der Reihe waren. Torkollisionen und Schuppen wurden alle verbessert. Wenige Kollisionen behoben, Kollision im Bunker entfernt. Alle Produktionen können jetzt an einigen Verkaufsstellen verkauft werden. Brandneue HD-Weed-Texturen zur Karte hinzugefügt, Kuhpetersilie und Brennnesseln. Platzierbare Objekte werden jetzt mit dem Land gekauft. Hühnerweide kann jetzt ohne Tore verkauft werden. Schrott in Scheunen und Pferdegegenstände, die seit dem Spielpatch 1.3 nicht entfernt wurden, wurden behoben. Unterstützung der Präzisionslandwirtschaft mit benutzerdefinierter Klosterscher Bodenkarte. Grundstücksschilder können jetzt verkauft werden. Nummernschilder, die in einigen Situationen blau wurden, gefixt. Und die letzte Karte, die ein Update bekommt, ist die Karte Nordstrand von The Lord. Downloadgröße 58,7 MB jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, falsche Kollisionen entfernt, Wassertiefe angepasst, fast alle Produkte können nun verkauft werden. Es wird ein neuer Spielstand benötigt. Das nächste Update kommt für den CTOR Proxima HS120 von Agrotron Modding, Downloadgröße 11,27 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, gefixte AI-Probleme mit der Haube, hinzugefügte Konfigurationen, hinzugefügte Reifenfarbauswahl und hinzugefügte Traktorfarbauswahl. Das nächste Update kommt für den Orkel TX130 von Ola Haldor und NMC T-Bone. Downloadgröße 24,37 MB, jetzt in der Version 1.0.0.5 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Moddesk-Version auf 65 geändert. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Seitentüren geöffnet werden konnte, wenn sich Fülltypen im Anhänger befanden. Die Optionen zum Öffnen der Türen bei der Konfiguration von Holz- und Silagehängern wurde entfernt. Hier entladen für die Forstkonfiguration wurde entfernt. Größe des Brand-Icons wurde geändert. Konfigurationen mit Inlays können nun Oliven, Trauben und Dunk transportieren. Sounds beim Hinzufügen, Entfernen von Spanngurten hinzugefügt. Weitere Übersetzungen hinzugefügt und die XML wurde aufgeräumt. Das Produktionenpaket von The Lord kriegt das nächste Update, Downloadgröße 3,8 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Desk-Version auf 64 erhöht, Mischverhältnis angepasst.
Die realistische Kabinenansicht von Loki 79 kriegt das nächste Update, Downloadgröße 15 KB, in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, aktualisiert für die Verwendung mit 1.4.1.0. Das Vorgewendemanagement kriegt das nächste Update, kommt von Jason und Glovins Modschmiede, Downloadgröße 93 KB, in der Version jetzt von 2.1.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Fix für Update 1.4 und 1.4.1, um Lua Callstacks zu verhindern. Das nächste Update kommt für den Druckluftschlauch-Anschlusssound von Peter AH Modding Welt, Downloadgröße 53 KB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Lua-Fehler fix für LS22 Update 1.4.1.0 und später. Ein Problem mit Anhängern behoben, die selbst erstellte Vehicle Types nutzten. Arbeitsgeschwindigkeitseinstellen ist die nächste neue Mod, die ein Update bekommt. Kommt ebenfalls von Peter AH Modding Welt, Downloadgröße 16 KB, in der Version jetzt von 2.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Lua-Fehler fixt für LS Update 1.4.1.0 und später. Das nächste Update kommt für die Tankwarnung vom LS Farmers, Downloadgröße 26 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, kleinere Anpassungen für Patch 1.4. Info-Display-Erweiterung kriegt das nächste Update, und zwar von Akimobil, Downloadgröße 14 KB, jetzt in der Version 1.1.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Anpassungen an Patch 1.4 wegen Paletten-Maximum-Warnung. Das letzte Update für heute kommt für das Pflanzenwachstumsphase-Info von Sven P., Downloadgröße 12 KB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, erforderlicher Reifetyp hinzugefügt, Kompatibilitätsproblem mit dem Precision Farming DLC behoben. Wir kommen zu drei neuen Mods, und zwar zu Script Mods, das heißt, die sind alle für PC und Mac, die herausgekommen sind. Die erste dieser Mod ist Shop Sortieren von Pizza Bäcker, Downloadgröße 13 KB, in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod sortiert den Shop und den Baumodus Shop nach dem Preis. Der erste Artikel ist der günstigste und der letzte ist der teuerste. Die nächste neue Mod heißt Manuelle Entladung, kommt von Vertex Float, Downloadgröße 27 KB, in der Version 1.0 und ist natürlich für PC und Mac. Dank dieser Modifikation werden Mähdrescher und Überladewagen manuell durch Drücken der entsprechenden Tasten entladen. In den Spieleinstellungen können Sie das manuelle Entladen für bestimmte Maschinen aktivieren oder deaktivieren. Wir kommen zu der letzten neuen Mod, die wir heute angucken, und zwar ist das Pfeife. Diese kommt von Game Master und Adige Mods, Downloadgröße 16 KB, in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Mod fügt deinem Charakter die Fähigkeit hinzu, pfeifen zu können. Das ist dieser Mod, was dieser bringt. Das war es erstmal für den ersten Teil dieser Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Der zweite Teil, das heißt also die Geräte und Gebäude, werden am Sonntag nachgeliefert. Ich möchte mich bedanken ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das Abo ab, wirst du keine weiteren Mod-Videos und auch andere Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig und ich wünsche euch noch einmal von ganzem Herzen ein wunderschönes Wochenende. Danke, tschüss und hasta luego.